Er ist so glücklich. Nicht sterben, bitte. Er ist tot. Lehnt euch zurück und gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Brauche Deckung, lade nach. Brauche Deckung, lade nach. Sehr gut im Krieg eigentlich zu schreien, dass man nachlädt, oder? Was wir mit dem Game gemacht haben, ist so... Boah, der springt ordentlich. Genau das haben wir gemacht. Wir haben viele Sweater reingebracht. Einige haben sich beschwert. Einige haben geschrieben, toll, jetzt hast du ganz viele Deutsche reingebracht in Black Ops 2. Es war so schön. Plutonium ist schon seit Jahren. Er hat eine Idee. Und ich verstehe den Punkt, ich fühle den Punkt, aber ich habe lieber volle Lobbys mit vielleicht ein paar Sweatern als keine vollen Lobbys, wo halt niemand mehr spielt. Da hinten, da. Nein, C4, oh mein. Die Gamertags, Alter, nein. Analpirat 69, Mr. Fruchtzwerg, lila Fahrzeug, Feuerzeug, fuck, nein. Und? Abschluss bestätigt. Nein. Oh mein Gott. Ich finde es auch geil, irgendwie, dieses Sweaten von früher. Das ist ja kein SBMM, gibt's ja hier drin nicht. Man weiß einfach, dass man gegen Gute spielt. Wenn man Glück hat, kommt mal eine Lobby mit schlechteren Leuten. Und... Nein. Komm. Oh mein Gott. Das Radarlesen ist so wichtig. Ich sag's euch immer. Operation abgeschlossen. Gut gemacht. Wieder. Das Ding ist, Leute, gestern haben die Entwickler gepostet, dass sie 3000 Online-Spiele hatten. Anscheinend noch nie in ihrer Geschichte. Oder zumindest mal zu einer gewissen Zeit, vor ein paar Jahren. Das ist ja schon länger online. Und jetzt wieder 3000. Analpirat ist so ein Fehler gemacht. Let's go. Ikea, Mr. Fruchtzwerg hat sich angeschlossen. Ach komm, spiel mal die PDW. Ich will nicht immer dieselbe Waffe spielen. Bio 2, alles mit Zahldämpfer! Man konnte echt alles mit Schalldämpfer spielen, ne? Auf jeden Fall haben wir die Lobbys auseinandergenommen mit Spielern, was eigentlich gut ist für die Leute. Je mehr Spieler, desto besser. Ich habe so veraimt. Oh, ich bin, das habe ich verdient. 3000 Spieler, wo die Leute ja erstmal sich das Game laden müssen. Hä, warum ist der nicht down, hä? 3000 Spieler, die sich das Game kaufen müssen oder irgendwie auf dem PC bekommen müssen. Da muss man den Mod installieren. Das ist auch nicht so super leicht. Also, es ist schon... Viele haben auch gefragt, wie es geht. Ich kann auch mal vielleicht eine kleine Anleitung geben. So eine Schnellanleitung. Also, um sich Plutonium zu laden, braucht ihr Black Ops 2 auf dem PC. Dann geht ihr auf die Seite plutonium.pw, ladet euch die Datei runter, meldet euch auf dem Link an, der auf Punkt 3 verlinkt wurde. Dort müsst ihr dann Gamertag festlegen. Dann startet ihr Plutonium, geht auf Black Ops 2 und ihr könnt noch nicht spielen. Bei mir steht Play, bei euch steht irgendwie Verbinden oder so. Ihr klickt drauf und dann wählt ihr die Black Ops 2 Datei aus, in welchem Ordner sie auch immer ist. Bei Steam ist sie unter Steam Apps, Command, Black Ops 2. Dann drückt ihr Play, meldet euch mit euren Plutonium-Daten an und zack, ihr seid in Black Ops 2. Wenn ihr mit PlayStation-Controller am PC spielt, möchtet, ladet ihr euch ein Programm runter, das heißt DS4. Das startet ihr und dann schließt ihr einen Controller an und schon ist er da. Ihr könnt auf Edit drücken und dann quasi noch die Controller belegen, wie ihr möchtet. Und das war's. Fertig. Dann könnt ihr zocken. Ich weiß, es ist nicht das Geilste. Ich weiß. Es ist so komisch. Man muss auf PC spielen. Man muss auf eine Serverliste gehen und so. Lol. Hacker. Ich weiß, viele werden jetzt das hassen, da ich das sage, aber bis Vanguard rauskommt und man ein bisschen davon spielt oder irgendeinen anderen Shooter, der offiziell rauskommt, mir egal, oder Battlefield 2042, bis dahin ist das eine gute Alternative eigentlich. Wie habe ich das überlegt? Es ist ein Übergang. Es ist ein eindeutiger Übergang. Ich weiß, man kann die vier machen. Anton hat mir geschrieben, also Barca. Der so, ja, ich will direkt Road to Commander machen. Dann haben mir andere Leute geschrieben. Kaiser hat mir geschrieben, der eigentlich nur Warzone spielt und hat gesagt, ich will da auch spielen, dass man zusammen irgendwie Serverlisten starten. Ich will einen eigenen Server kaufen, wo wir quasi on-stream dann VR-Games machen können. Nein, ich bin tot. Wie zur Hölle, wie zur Hölle. Jetzt bin ich tot. Er ist hinter mir. Oh mein Gott. Nein, nein. Lass mich doch nachladen, bitte. Oh, der wirft die Nate rein. Die wollen mich. Die laufen alle hoch. Die wollen mich so hart. Aber... Nein, es laggt! Ah! Und? Zeig dein Aim. Oh! Wisst ihr, was dieses COD macht? Es bringt dieses... Ah, wir zocken zusammen und es ist scheißegal. Wie viel besser ist die Waffe geworden? Wie viel mehr Meter hat sie Range bekommen? Es gibt ja Leute, die analysieren alles von der Waffe und ich verstehe das nicht. Das nimmt irgendwie den Zauber von dem Game weg. Und ich weiß, Warzone zum Beispiel ist gerade echt nicht so im Hype. Viele spielen es nicht mehr. Okay, ich check's. Aber es kommt immer drauf an, was man aus dem Game macht. Wenn man mit seinen Leuten spielt und einfach Spaß hat und das Game nicht zu ernst nimmt, dann ist man auch nicht so abhängig von dem Game. Ich kann euch aber ein Beispiel geben. Ich war letztens in Warzone, da sind so lustige Momente. So John zum Beispiel war sauer, weil er meinte so, irgendwas hat ihn aufgeregt und dann wollte er aus Spaß sein Geld nicht droppen, damit wir Laudi nicht holen können. Aber dann kam das Schicksal und hat mit ihm gespielt. Ich glaub, mir mal euer Restmoney. Heli kommt, lass abschießen. Ja, jetzt braucht ihr mich. Ja, braucht mich nicht. Geh weiter deinen Weg. Das kann nicht sein. Oder ich krieg schon. Dieses Geräusch von diesem Moskito-Motorrad, das ist so dumm. Hier, die hier, diese
Laterne. Hier, Digga, das ist so schlimm. Aber John hat's gefreut. Nee, Maschallah. Und wisst ihr, wen es nicht gefreut hat? Basti. Also Jonsch und Basti sind so in Fights und müssen sich so konzentrieren, gehen down, kommen ins Gulag und ich fahr einfach mal. Oh, wo ist der? Die liegen hier immer. Ich seh die immer nicht. Ich werf so oft so. Ja, fuck. Der ist jetzt nach oben gegangen. Ah, schon. Digga, wo ist der hin? Oh, was ist das denn jetzt? Das ist ja, aber ich bin weggegangen. Man hat nix! Basti war so abgefuckt, weil er sich so konzentrieren wollte. So laut. Aber John hat's gefreut. Der wollte einen Wheelie sehen. Und wer einen Wheelie sehen möchte, der kriegt auch einen Wheelie. Schaffst du es der Werbung? Dann wollte John gleich sich mit auf den Drahtesel schwingen. Wir machen ganz lang jetzt. Oh mein Gott, John. Oh mein Gott, lass weitermachen. Ich stehe zu meinem Wheelie. Und um wirklich den krönenden Abschluss zu geben, Leute. Falls ihr eure Teammates mal abfacken möchtet, nehmt euch ein Auto, lasst sie einsteigen und fahrt am Airport neben diesen Hallen in so einen Container rein. Dann kann keiner mehr aussteigen. Es ist einfach blockiert. Wir verschiffen das hier jetzt, das Auto. Ach, Mann. Lass uns fast aussteigen. Ihr könnt nicht mehr raus. Oh mein Gott. Was macht ihr jetzt, ha? Was macht ihr jetzt? Ey, Jungs, wie viel ist es euch wert, dass ich hier rauszahre? Wie viel PayPal wollt ihr mir geben? Aber ihr denkt, ich bin dumm? Ihr denkt, ich bin hängen geblieben? Yonsha ist die, die eigentlich wirklich in einer anderen Welt lebt. Ist einer geflogen. Basti, hol einfach den Win. Ich sag's so, wie es ist. Da, schau mal, da liegt einer. Nein, das ist der Gondel. Die Gondel, ja. Oh, oh. Da ist so ein großer viereckiger Schatten. Ja. Guck mal, da fliegt einer. Und für solche Momente lebe ich, Leute. Einfach Spaß haben in dem Game. Das sich nicht zu ernst nehmen. Auch das Vanguard-Thema. Ach komm, wir sprechen es an. Komm, wir suchen eine Runde. Haptic Community Server? Lol. Ah, man kann einfach so eigene Server machen? Komm, join wir eben einfach. Mal gucken. Bro, ich dachte, jetzt kommt voll die geile Szene. Er freut sich so. Er killt mich einfach und tötet meinen. Ey, was geht? Schade, dass man nicht reden kann. Das wäre so geil. Schütze ausgeschaltet. Abgeschossen. Kleiner Hund. Aquarium hat sich angeschlossen. Warte. Ja. Also der gute Elotrix hat ein Video gemacht, beziehungsweise ein Highlight aus seinem Stream, weil er macht ja eigentlich keine Videos mehr extra für YouTube. Wie es halt sehr viele gerade machen. Es war ein Highlight-Ausschnitt, also er hat im Stream drüber gesprochen, wie es nicht in Ordnung ist, dass Creator quasi Vanguard irgendwie schlecht machen. Oder nicht nur, wenn sie es schlecht machen, sondern allgemein, dass sie Vanguard kaufen und hochladen und damit quasi indirekt promoten, weil es... Oh Gott. Wie viele Leute sind hier AFK? Ja, moin. Weil es sonst Activision einfach nicht verstehen würde. Man soll das Spiel nicht kaufen, nicht zeigen und sonstiges. Und er findet es eine Art Pflicht von jedem Creator, das dann auch so zu machen. Ja, also springt raus. Noch einer. Oh, ich liebe das. Will ich zu sehr auf ihn eingehen, ist seine Meinung. Das kann er gerne haben. Lol. Och, wie süß. Mir geht es nur darum, dass viele Leute das auch so sagen, unabhängig von seiner Meinung. Viele sagen so, ja, warum lädst du überhaupt Vanguard hoch, wenn du es gar nicht so gut findest? Es ist eine berechtigte Frage, weil man denkt sich ja, okay, warum regt er sich auf? Aber ich muss es so oft erklären und viele auf meinem Kanal wissen das schon. Einige aber nicht und für die erkläre ich nochmal ein letztes Mal, okay? Ein allerletztes Mal. Wenn ich einen Call of Duty komplett scheiße finde, so scheiße, dass ich einfach nicht mehr spielen kann, dann überspringe ich es auf YouTube. Das habe ich mit 3-4 Call of Duties schon gemacht. Aber ich kritisiere ja ein COD und auch sehr stark, wenn ich sehe, es hat ein Grundpotenzial. Also wenn das Grundgerüst Schrott ist, dann werde ich es auch nicht spielen. Aber wenn ich sehe, dass das Grundpotenzial so unfassbar stark ist, dann kritisiere ich halt die Dinge, die es daran hindern, dieses Potenzial auszubauen. So, und jetzt spielen wir auf der Map. Oh Gott, Alter, Carrier. Ja, hier habe ich meinen ersten Freestyle gemacht, wisst ihr noch? Jeden Tag das Gleiche, schmeiß die Xbox an und komm und dann starte ich Black Ops 2 und nehme da
auch die AN. Wenn jemand was kritisiert, dann aus Liebe zu etwas. Man kritisiert ja nicht, weil man etwas hasst, sondern weil man es nervig findet, dass etwas, das man liebt, nicht komplett gut ist. Und das ist der einzige Grund, dass viele Leute COD und Activision hassen. Komplett hassen, okay. Aber ihr macht ja das, was man macht, wenn man etwas hasst. Man spielt's nicht mehr, man fässt es nicht mehr an, man geht dem aus dem Weg. Ich würde mich doch nicht mit COD so sehr beschäftigen. Ich muss es ja nicht. Ich kann hochladen, was ich will. Ich muss mich damit ja nicht beschäftigen, wenn ich dafür noch ein komplett... Oh. Ja, das hast du verdient, Sniper. Wenn ich dafür noch komplett Liebe übrig habe, dann muss ich mich damit ja nicht beschäftigen. So, zweites Prinzip. Und ich glaube, da müsst ihr euch mal wirklich... Lasst allen Hate mal beiseite, okay? Versucht einfach über den Satz nachzudenken, den ich jetzt sage. COD hat immer etwas, was einen zurückbringt. Irgendwas, was andere nicht so gut machen. Man spielt andere Shooter und denkt sich, COD funktioniert einfach immer gut. Es ist ganz komisch. Egal wie schlecht ein COD ist, es hat immer irgendwas, was einen zurückholt. Was einen zumindest noch das Interesse lässt. Ich weiß nicht was. Keine Ahnung, es hat irgendwie was. Ist es die Art, wie man schießt? Sind es die Hitmarker? Ja, dann verstecken sich alle hier, oder? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Yo, hier ist noch einer irgendwo. Da. Oh, die kommen alle hier rein wegen dem Schwarm. Oh nein, die Armen. Es hat auch irgendein Ami gepostet, der 20, 30.000 Retweets bekommen auf Twitter, was riesig ist. Das ist ein riesen Impact gewesen. COD hat etwas, was die einfach besser machen als alle anderen. Etwas, was man nicht erklären kann. Und dem würde ich komplett zustimmen. Ich weiß nicht. Es hat irgendwie was. Und egal, was ich spiele, es hat nicht dieses flüssige, geile, schnelle Gefühl von einfach Shooter. Und deshalb sehe ich das nicht so schwarz-weiß. Wenn man sagt, jemand kritisiert ein Game und dann soll er es nicht spielen, weil er es kritisiert, das ist halt Schwachsinn. Dann darf man ja nur Dinge kritisieren, die man abgrundtief hasst. Das würde ja keinen Sinn machen. Dann darf ich nichts mehr kritisieren, was ich vielleicht mag, in das ich Hoffnung habe oder so. Darf ich nicht, ne? Ich habe zum Beispiel FIFA hochgeladen. Das ist krank gut angekommen. Ich habe UNO hochgeladen. Ich habe Rainbow hochgeladen. Ich habe Battlefield hochgeladen. Das kriegt teilweise mehr Klicks als COD. Ich bin null abhängig oder angewiesen auf COD. Und trotzdem mache ich es, weil es eine Grundliebe hat. Das ist ein guter Abschlusswort. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Ist vielleicht ein bisschen länger geworden, weiß ich nicht. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.